Weiter geht's hier in Pokémon Schild mit der Geisterarena. 3, 2, 1 und Karussell! Oder auf jeden Fall ein kleines Minigame. Hier dürfen wir nicht von den Dingern hier getroffen werden, sonst werden wir weggeschleudert und ich hab gleich mal verkackt. Aber lass uns doch zumindest da rein, bitte. Danke, bitte. Nein. Rechts, rechts, rechts. Ja, genau. Die schubst mich nach vorne. Okay, dann müssen wir doch in die rein. Ich dachte, die bringen mich zurück zum Anfang. Ist aber wohl nicht der Fall. Okay, das Konzept ist cool, aber ich finde, man sollte so eine Lebensanzeige haben. Dass man halt nicht immer irgendwie so viel unendliche Versuche hat, meine ich halt. Noch links, genau, und so. Hier geht der Arena-Kampf los. Nein, noch nicht. Okay, wir haben noch einen anderen Kampf vor uns. Hi, was geht? Links herum und rechts herum, so dreht dein Kreis sich, Fidibum. Wirbel, wirbel, flink im Kreise, dreh ich mich auf meine Weise. Ist das so, Sophie? Dun, 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 dun. Bam, bam. Corazon? Das ist Gala Corazon? Typ Eis? Oder was ist das? Das sah aber auch mal glücklicher aus. Oh, das tut mir irgendwie voll leid. Guckt euch das an. Das ist so traurig. Oh, ich mag es jetzt schon. Oh, irgendwie würde ich es ins Team nehmen. Einfach, weil das so cool aussieht. Keine Ahnung, ich mag das mehr als das normale Corazon, auch wenn es so traurig aussieht. Oh Mann. Aber warte, das ist eine Geisterarena. Vielleicht ist das Geisteis? Ich vermute mal, dass es Geisteis Bruchrüstung. Ah, ja. Verteidigung sinkt, aber Initiative steigt. Antikkraft. Wo kann man das denn fangen? Vielleicht nehme ich es sogar wirklich ins Team. Überlegung ist es auf jeden Fall wert. Es ist in meinem Hinterkopf eingespeichert, dass ich es ins Team nehmen möchte. Bis es geblockt, das ist schlecht. Jetzt kann ich nicht mal angreifen. Jetzt muss ich mit Inteleon angreifen. So, dann können wir auch mal sehen, ob es eine Eisattacke drauf hat. Aber bisher... keine Ahnung. Aquawelle. Ist das effektiv oder nicht effektiv? Normal effektiv. Warum das? Ah, Volltreffer, okay. Aber trotzdem, warum normal? Ich bin verwirrt von dem Typen von dem Pokémon, aber egal. Level 34 für Evoli, was sehr wichtig ist, weil Evoli wird unser Haupt-Pokémon sein in dieser Arena. Durch diese Niederlage habe ich mich daran erinnert, dass Herr Arena-Leiter eine Maske trägt. Okay. Cool. Ich würde ja zu gerne einen Blick unter seine Maske riskieren, wie er wohl aussieht. Tja. Das werden wir wohl nie erfahren. Und nächste Runde. Wuhu! Karussell! Juhu! Tschung, 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 tschung. Boing! So, boing. Und dann schnell nach... wir haben verkackt. Wir hätten dann nach rechts müssen. Und jetzt erstmal aber nach links. Und dann nach rechts. Glaube ich. Wird einem der Trainer nicht irgendwie übel? Mir wäre im Real Life da mega übel. Würde ich mich die ganze Zeit im Kreis drehen, so. Und was mit euch? Wärt ihr da nicht übel? Oh, das war richtig cool. Ziel! Ist die Arena, Alter? Yes, aber einer will noch kämpfen. Klar, gerne. Du bildest dir also ein, du wüsstest über die Schwächen von Geister-Pokémon Bescheid, hä? Ja, Unlicht. Und mein Evoli kann Biss. Und das ist eine Unlicht-Attacke. Alpollo! Yeah, Alpollo! Ist auch wieder ein wenig geschrumpft, wie es aussieht. War mal größer. Gegenstoß. Oh nein, ich habe mich nicht geheilt. Ich Dummerle. Biss. Nom. Selektiv. Nochmal. Aber er ist schneller als ich. Mann, Evoli. Habe ich nicht so eine Flinkklaue oder so für Evoli? Das wäre nützlich. Ah, ich bin jetzt echt zu faul, da nachzugucken tatsächlich. Ist ja eh so, dass Evoli jetzt demnächst rauskommt aus diesem Team. Drift Zeppelin! Ich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Seit Poképark. Mensch.
Mensch, Mensch, Mensch. Ich hab sogar vergessen, dass es rote Augen hatte. Ich hab gedacht, das hätte ganz normale schwarze Augen. Lol. Aber Drift Zeppeli ist ein echt cooles Pokémon. Auch wenn die Vorentwicklung laut dem Pokédex eine sehr, naja, seltsame Vergangenheit hat, könnte man sagen. Ja. Oh, komm, besieg es einfach. Horta? Oh nein, das heilt sich, oder? Nee. Es stärkt dadurch nur seine Stats. Okay. Ist ja egal. Wir werden sie nämlich jetzt kaputt beißen. Die Luft aus dem Drift Zeppelin raus. Geil. Epic. Wer die Wechselwirkungen zwischen den Typen kennt, ist im Kampf natürlich klar im Vorteil. Solange du nur gewinnst, ist es egal, ob du die Schwachstellen des Gegners ausnutzt oder nicht. Tja. Die beiden sind besiegt, deshalb kriegen die keine Level-Ups. Kann das sein? Ich werde sie mal kurz beleben, damit sie hundertprozentig auch Level-Ups bekommen, auch wenn das vielleicht eine Verschwendung sein sollte. Ich will nur sicher gehen, dass sie auch auf jeden Fall was bekommen. Heilung. Haben wir hier unten Supertränke, genau. Evoli kriegt einen und das reicht auch schon. Muss ich kurz mal gucken. Trainings-Items. Ich muss kurz gucken, was habe ich denn für Federn? Genie-Feder ist spezial, okay. Das sind die Zucker-Items. Uff, ich glaube, wir haben keine Klaue. Nein. Ist auch nicht wichtig. Dann halt eben nicht. So, auf in die Arena. Arena Challenge, bim, gemeistert. Geil. Speichern und dann auf in den Kampf. Let's go. Da ist er. Der coole Geist-Arena-Leiter Nio. Ich bin Nio. Fangen wir an. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Mädchen, als er zuerst gereviewt wurde. Nein. Gegen Nio mit seinem Makabaya, was wir zerstören. Es hat keine Chance gegen mein Evoli, was Biss hat und es später riesengroß werden lassen. Yeah. Angsthase. Oh nein, jetzt ist die Angsthase. Jetzt werden wir getauscht. Rastlose Seelen, das tauscht immer die Fähigkeiten. Bis Nam besiegt. Und da geht es auf die Boden. Zu Boden, meine ich. Egal, ich bin dumm, lasst mich. Mimikma? Mimikyu! Süß. So, wir wissen alle, dass ich jetzt keinen Schaden mache. Erst in der zweiten Runde gegen den Kampf. In diesem Vieh. Und wenn die es nicht wissen, Mimikma ist unter dieser Verkleidung. Das ist nämlich nur eine Verkleidung, denn Kostümspuk. Das ist das Pokémon. Da unten ist es. Da unten diese zwei Punkte da. Das sind die Augen von ihm. Yeah. Ich finde Mimikma oder Mimikyu im Englischen eigentlich so cute. So, bam.
Verdammt, ich mache mega wenig Damage. Und meine AP gehen aus. Deshalb bin ich so schwach, weil er den Angriff die ganze Zeit von mir schwächt. Okay, das ist viel zu wenig. Ich versuche mal mit Intellion was zu reißen. Und Wasserattacken. Mal gucken, ob das klappt, Intellion! Ich muss mir jetzt unter die Arme greifen. Zumindest Evoli. Schlitzer. Aua! Das hat weh, mein Freund. Das kriegst du zurück mit dem Präzisionsschuss. Bam! Nice! Das hat richtig reingehauen. Epic! Level up für Intellion und Evoli. Geil, geil, geil. Aqua-Durchschuss. Der Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an. Senkt eventuell die Verteidigung des Ziels. Was? Sehr. Mach mal Wassersäulen dafür weg. Die können wir eh nicht benutzen, weil wir kein Feuer-Pokémon im Team haben. Evoli 35, ja, ja, es will was? Staffette? Kenne ich nicht. Ja, nee. Wer will denn das derben? Nein, nein, nein. Kein Bock. Gorgason! Was ist denn ein Gorgason? Was? Ist das die Weiterentwicklung von Galakorason? Digga, das ist einfach gestorben und zu einem Geist geworden. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Guckt es euch an. Ich fühle mich gerade voll schlecht. Das Arme. Oh mein Gott. Das ist einfach gestorben oder aus seinem Körper gekommen. Aber es sieht echt nice aus. Ich will es im Team haben. Und dann glücklich machen. Keine Ahnung, warum der Fluch macht. So ich sieht lustig. Zwolock Level 36, warum immer. Cool, nice. So, jetzt kriege ich das natürlich auf meinem Kopf. Aua, krieg die Runde Schaden und kann ich nicht verhindern. Cool, cool. Gengar! Mein letztes Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie beängstigend. Und warum habe ich nicht getauscht? Ich Vollidiot. Gengar, Giga Dynamax, tauche alles in Dunkelheit. Giga Dynamax? Eine neue Form? Wow, wow. Oh, wow, wow. Oh mein Gott, ist das cool. Gengar. Yo, das würde ich einfach auffressen, Digga. Schieß dich ab, ne? Was? Ich mach so viel Damage? Aber ich bin tot. Na, ich bin tot wegen Fluch. Au! 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 So, Evoli. Jetzt zeig, wofür ich dich trainiert habe. Ich hab das nicht umsonst im Team gehabt. Evoli! Hilfe, was ist das denn? Da musst du erstmal Giga Dynamaxen, Evoli. Hast du gehört? Giga Dynamaxen. Let's go. Evoli. Jetzt gibt's auf die Fresse. Und nein, er darf vor mir angreifen! Nein! Ah! Das kriegst du zurück, Gengar! Fühl dich nur cool! Dynadunkel! Oh. Epic! Epic! Es explodiert! Ah. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Und die Level up, nice. Ich war voll gut. Ja, das war's, Evoli.
Juhu! So stark bist du also. Vor Schreck wäre mir fast meine Maske untergerutscht. Wow, du bist zu stark für mich. Hier, der Geisterorden. Bis Level 40, immer noch nicht viel. Mach weiter so. Aber wir haben 4 Orden. Die Hälfte haben wir durch von unserem Abenteuer. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Nio, Maike. Als Anerkennung der Leistung überreiche ich dir diese TM, bitteschön. Bürde. Okay. Aber kann einer wohl nicht sagen, wo Corazon ist? Ich will jetzt ein Team haben. Was andenken das hier? Geisteruniform. So, mach weiter so, Maike. Okay. Du warst ein starker Trainer. Ich stand selbst kurz davor, die Arena-Challenge einfach aufzugeben. Aber dich und deine Pokémon kämpfen sehen, hat mich überzeugt, weiterzumachen. Ich bin der neue Fan. Juhu! Neue Fans. Er ist auch glücklich. Ja, ich hab's verstanden. Geschafft, du hast gewonnen. Du bist echt der Knaller, Mike. Ja, ich weiß. Dein Match gegen den Geisterrinner also hat mich inspiriert. Ja, hat dich bestimmt sehr inspiriert. Wei, wei! Wei, die! Delion? Nee, Sanja. Haha, ich glaube, mein Voldy mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Paspek, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Garda zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Glaube ich auch. Nachdem du mir letztens mal geholfen hast, mit deinem hilfreichen Denkanstoß, würde ich mir deine Meinung zu Herzen legen. Das würde mich sehr interessieren, was du davon denkst. Boom! Ich wusste auch, der Mann macht was kaputt. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Voldy. Ich komm gleich nach. Ich geh nur kurz heilen. Oh Mann. Aber lass uns kurz wechseln. So, Evo, die kommt bald aus dem Team raus. Ausgetauscht mit Corazon mittlerweile, bin ich der Meinung. Weil ich will Corazon irgendwie im Team haben. Ich mag das so sehr. Ich weiß auch nicht. Ich finde das auch irgendwie cute. Oh Mann, keine Ahnung. Ich muss da wirklich mal gucken, wo es das gibt. So, aber nach dieser Aufnahme werde ich ja eh kurz wieder so, ne, eine Aufnahmesession beenden. Und dann kann ich ja mal gucken, was ihr so in die Kommentare schreibt oder was mir so gesagt wird. Kann ich ja so in meinem, ich sag mal, in dem Freundeskreis, wo Leute Pokémon spielen, so nächstes Mal nachfragen. Wo es das gibt. Was passiert da oben? Ja, komm doch mit. Dann gehe ich halt alleine dorthin. Mir auch egal. Betus. Und sein entwickeltes Pokémon. Das ist Pokémon, was wir in der Anfangssequenz von dem Spiel gesehen haben. Aber die Weiterentwicklung. Reißt du alles ein. Hörst auf, wenn wir auch den letzten Wunsch denn gefunden haben. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Patinaria! Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für jeden Wunschsterne suchen zu dürfen. Hey, das geht so gar nicht. Nicht so schon wieder.
Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschhände wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erleichen. Ein perfider Plan, das muss ich dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und den Präsidenten, ist das klar? Oh no! Mythodos! Oh, hat sich weiterentwickelt, dein Po. Das ist ja cool zu sehen. Tja, leider kannst du immer noch nichts. Piu, piu, piu. I am dead. Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt. Ist das so? Wie du meinst. Primano, es hat sich weiterentwickelt schon bei ihm. Das ist die Weiterentwicklung. Och man, jetzt bin ich schon gespoilert hier. Vorahnung. Och man, meins hat sich noch nicht entwickelt. Blöd, Mann. Das kriegst du so richtig zurück. Ich dachte am Anfang, by the way, dass Primano irgendwie Wasser wäre. Aber ist es nicht. Die Tage meiner Pokémon sind einfach herausragend, oder nicht? Psystrahl? Oh no! Und Bedes ist übrigens unser zweiter Rivale. Also neben Hopp ist das hier unser Rivale. Der böse Rivale, so gesehen, dass es den halt auch gibt. Cremi, nice, aber Primar war halt mehr gefallen. Hypnomorba, oh no, sein Molimorba hat sich entwickelt. Oh Gott, wenn sich es nochmal entwickelt, dann haben wir echt Probleme. Hypnomorba ist aber selber auch ganz nice. Nur nicht sehr gut mit der Verteidigung, denn es ist jetzt schon fast kaputt. Tschüss. Bam. Level up für Primova und Evoli. Nice, nice. Ponita. Sein Gala-Ponita. Ich muss einfach gewinnen. Für Liga-Präsident Rose. Nee. Ich werde dich davon abhalten. Komme, was wolle. Präzisionsschuss. Headshot. Ein Volltreffer. Level up für Inteleon. Level 39 ist das da. Nice, nice. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ich verlange eine Wiederholung. Nö. Es entwickelt sich jetzt schon? Dann sind die ganzen Daten aus dem Wiki ja falsch, aber das ist trotzdem dafür geil für mich, denn Primova entwickelt sich. Oh, wie glücklich es ist. Dein Primova hat sich zu einem Primano entwickelt. Bravo. Und Primano ist echt cool und auch stark. Und es will Wirbler erlernen. Die kenne ich gar nicht, die Attacke. Die ist bestimmt neu. Und nicht sogar. Der Anwender dreht Schwung vor seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis Schaden zu. Damn, boy. Kannst du gerne machen. Dann lass uns doch Säusestimme wegmachen dafür. 1, 2 und schwupp. Da-da-da-dam. Nice. Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten. Ich bin es, der den Champ besiegen soll. Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll. Und trotzdem... Arena Challenger Betis. Ich hatte mir schon gewundert, was du vorhast, als du dir das Patinara-Jahr von Präsident Rose geliehen hast und losgezogen bist. Aber das hier macht mich sprachlos. Du kannst doch nicht einfach die antike Schätze demolieren. Was kümmert sie ein paar alte Steine, wenn auf dem Spiel steht, was in 1000 Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihrem Wackelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich all seine Assistentin sind, dann unterstützen sie ihm gefälligst auch. Bitte, das reicht. Es schmerzt mich, das zu sagen. Ja, das ist ein Fehler von den Übersetzern.
Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht. Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir. Aber darüber hinaus sah ich auch das gewaltiges Potenzial in dir schlummerte. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten. Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule. Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen. Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst. Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena-Challenge nicht geeignet. Du gehst jetzt erstmal nach Klaus City zurück. Wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren. Tja. Das kann ich doch nicht wahr meinen. Damit begehen sie einen großen Fehler. Sie haben mich doch persönlich für die Arena-Challenge empfohlen. Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen. Und sie entscheiden sich allen Ernstes für die schlimmste von allen. Du hast ihn gehört, Betis. Deine gesammelten Wunschsterne kannst du derweil mir überlassen. Tja. Ende gut, alles gut, hab ich recht. Oh, das sind ja auch Anya und Maike. Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheinen zu sehen. Aber es hilft nichts. Arena-Challenger über eine Vorbildfunktion aus und haben üben eine aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten. Das stimmt schon. Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe. Als Rose ihn dann unter seine Fittiche nahm, begann Betis alles viel zu tun. Die Erziehung hat irgendwo nicht geklappt. Oh, was für ein Desaster. Hoffentlich lässt sich die antike Schätze wieder restaurieren. Uff. Einfach nur uff. Was? Sie geht kaputt! Warte mal. Das ist die zweite Statue. Nee, warte. Das ist eine ganz andere, oder? Aber das sind doch die beiden. Das sind die beiden! Schwert und Schild. Jetzt macht alles Sinn. Nein, die Wandmalerei ist völlig ruiniert. Aber dass dadurch diese Statuen ins Tageslicht gekommen sind, ist Glück im Unglück. Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten? Das Schwert und das Schild. Genau, diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich. Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden. Ist ja sonst noch irgendwas aus den Schatten aufgefallen? Das sind zwei Helden! Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab. Die Frage ist bloß, warum im Knospi-Innen dann nur eine einzige Heldenstatue steht. Stimmt. Diese Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel. Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein. Schaut mal dahinter, dahinter sind noch die Leute. Hinter den Statuen. Was lässt sich daraus schlussfolgern? Ja, Schwert und Schild eigentlich sind beide. Aber wir sagen mal Schild, weil wir ja Pokémon Schild spielen. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild. Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild einst so eng mit den beiden Pokémon verbanden, dass sie letztendlich gleichbedeutend waren? Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und der Schild für das andere. Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern. Dass es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit. Die beiden Jünglinge sind also die Helden und das Schwert und der Schild waren eigentlich zwei Pokémon. Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Danke jedenfalls für deine Hilfe. Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden. Wenn du dich jetzt wieder der Arena-Challenge widmest, sollten die dir helfen. Als nächstes gehst du dich nach Fairbelly. Muss nach Fairbelly auf jeden Fall gehen. Dann mal viel Erfolg. Zwei Beleber, Dankeschön.
Ich habe mich ja verbrasselt. Interessant. Die junge Frau, die Nachforschungen zur antiken Stätte anstellt, wie hieß sie noch gleich? Seine, genau. Ist sie etwa Professor Magnolikas Enkelin? Ja, richtig erkannt. Was? Es gab mehr als einen Helden und Pokémon waren es auch dabei? Also, ich fand ja das Kunstwerk vorher besser. Kann ich nicht verstehen. Haufen Kohle machen. Ah ja. Mensch, was eine Entdeckung. Dann bitte durch. Dankeschön. Aber ehrlich, ey. Das war gerade ziemlich krass. Vor allem auch mit der Story. So. Aber jetzt erstmal. Boing, 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 bang, bang, badadang. Und unser nächstes Teammitglied werden wir bald bekommen, Leute. So, und ich tue jetzt schon mal Evoli raus. So, damit die anderen nicht mehr Erfahrung bekommen. Ihr seht ja, was ich für Pokémon alles so gefunden habe. Und ja. Sorry, Evoli. Aber fürs Erste lasse ich dich erstmal draußen. So, Toxel weiß ich auch noch nicht, ob ich dich ins Team nehme, Bro. Weiß ich echt nicht, du. Aber Corazon will ich haben. Das hätte ich wirklich gerne. So, aber wie es weitergeht hier in Pokémon Schild, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Auf den Weg nach Arena 5. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Abo und ihr wisst den Schmarrn. Schönen Tag noch. Haut rein.